Sehr geehrter Herr Esch, sehr geehrter Herr Erdudi, dear Mr. Louis, dear Mr. Gaber, dear Mr. Machado, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie heute an der Humboldt-Universität begrüßen zu dürfen. Ist doch heute ein ganz besonderer Tag für unsere Universität. Wilhelm von Humboldt, einer der Gründungsväter der Berliner Universität, wurde vor 250 Jahren geboren. Diese Veranstaltung bildet heute den Auftakt zu unseren Feierlichkeiten aus diesem Anlass rund um das Vermächtnis von Wilhelm von Humboldt, die Lebendigkeit seiner Idee in der heutigen Wissenschaftslandschaft und dazu ein reiches Programm. Ich lade Sie ganz herzlich dazu ein. Mehr als 20 Jahre wurde in den 1790er und in den darauffolgenden 20 Jahren in Preußen immer wieder über die Gründung einer Universität debattiert, ehe Humboldt dann aufgrund der Gegebenheiten diese Diskussionen in einen fruchtbaren Prozess innerhalb sehr kurzer Zeit mit seinen Mitstreitern umwandelte. Nach vielen Vorarbeiten war die Zeit reif und Humboldt konnte damals ein Gebäude und auch die Finanzierung des Projektes sichern. Im preußischen Innenministerium als Chef der Sektion für Unterricht und Kultus hatte er genug Einfluss, um den preußischen Reformen eine Bildungsreform hinzuzufügen. Er dachte Bildung dabei von Grund auf und berücksichtigte stets die Trias aus Schule, Universität und später auch hinzufügend Museum. Mit seiner Gründung, die ja heute auch Früchte und ganz reiche Frucht trägt. Beispielsweise aber auch führte er ein Lehramtsexamen ein, um schon auf Schulebene Qualität in der Ausbildung zu gewährleisten. Wenn man die Wirkung der damaligen Reformbewegung in einer Konzentration von einem Jahrfünft der Berliner Klassik von 1807 und dann das darauffolgende Jahrfünft sieht, so ist es sehr erstaunlich, dass Humboldt nur 16 Monate im Amt war. Er trat noch vor der Eröffnung der Universität von seinem Amt zurück, da ihm die in Aussicht gestellte Position eines Ministers nicht verliehen wurde. Die Realisierung aber der Universität gelang auch durch all die, die er als Mitstreiter hatte, wenn man jetzt an die bedeutende Denkschrift denkt von Schleiermacher, gelegentliche Gedanken über die Universitäten im deutschen Sinne. Er trat also noch vor der Eröffnung von seinem Amt zurück, sodass nach seiner Amtszeit noch entscheidende Schritte weiter gemacht wurden. Es war ganz entscheidend, dass nicht die politische Einstellung zählen sollte, sondern fachliche und wissenschaftliche Kompetenz, um auszufüllen, was im Kern stand, nämlich die Autonomie der Wissenschaft, ist das doch eine der bedeutendsten und entscheidenden Vermächtnisse Wilhelm von Humboldt. Und diese Autonomie der Wissenschaft ist es auch, die Humboldts Universität zum Modell von Forschungsuniversitäten in aller Welt werden ließ. Es ist ja gerade jüngst ein Buch auch erschienen, das noch einmal ganz explizit ausführt, dass damit die Mutter der Universitäten mit ihm verbunden ist. Wir haben heute Gäste, meine Damen und Herren, unserer strategischen Partneruniversitäten und aus dem Zentralnetzwerk. I would like to express my heartfelt gratitude to you for taking the time in traveling this far to celebrate Wilhelms birthday with us. Für Humboldt war Wissenschaft nie reiner Selbstzweck. Sein Ideal lautete Bildung durch Wissenschaft. Wissenschaft ist dabei das umfassende Element,
Bildung als kritische Reflexionsfähigkeit ist sein Ziel. Die Aufgabe der Universität als Ort der Wissenschaft soll es sein, positiven Einfluss auf die Gesellschaft als Ganzes zu nehmen. Und dieser Aufgabe stellen wir uns als Humboldt-Universität auch heute. Denn die Humboldt-Universität ist nicht nur die älteste Universität Berlins, sondern sie ist auch die in der Mitte der Stadt. Kaum eine andere Universität hat tatsächlich die Gnade, derart eng verbunden zu sein mit weiteren bedeutenden Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen. Denkt man an die Museumsinsel, die Akademien der Wissenschaften und der Künste und ganz besonders auch das gerade entstehende Humboldt-Forum. Dieser Standort bietet die faszinierende Möglichkeit, unmittelbar in die Stadt hineinzuwirken, Bürgerinnen und Bürger mit Wissenschaft in Kontakt zu bringen. Vielleicht ein bisschen analog dazu, wie auch Wilhelms Bruder Alexander von Humboldt es getan hat, dessen Kosmos-Vorlesungen Pflichtprogramm für die Berliner Gesellschaft seiner Zeit waren. Wir wollen und müssen dafür sorgen, dass transponiert in das Heute Transfer und Übersetzung in die Gesellschaft hier wieder einen kurzen Weg hat, einen neuen, einen aktuellen Weg, einen immer wieder neu auch zu erfindenden. Die exzellente Forschung unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler soll erlebbar sein und dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen besser verstehbar ist. Für das Gelingen des heutigen Abends wird Mitchell Esch sorgen. Herr Esch ist Historiker und insbesondere weist er seine Spezialisierung in Wissenschaftsgeschichte, Universitätengeschichte und Geschichte von Wissenschaftspolitik oder bringt die mit, um uns hier durchzuführen. Seine Ausbildung erhielt er vielfältigst am Amherst College und an der Harvard University. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Mainz sowie Professor an der University of Iowa und bis zu seiner Emeritierung an der Universität Wien. Zudem verbrachte er die aufregende Zeit unmittelbar nach der Wiedervereinigung als Fellow des Wissenschaftskollegs hier in Berlin. Herr Esch hat umfangreich zum Themengebiet Universitätsgeschichte publiziert, unter anderem den für heute sehr passenden Titel Mythos Humboldt, Vergangenheit und Zukunft der deutschen Universitäten. Von daher übergebe ich mit großer Freude das Wort an Herrn Esch und wünsche Ihnen und uns eine interessante und anregende Diskussion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, für Ihre freundlichen Worte der Einführung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dear colleagues, ich werde entgegen meiner bisherigen Vorbereitung jetzt Deutsch reden, weil ich hoffe, dass für Simultanübersetzung gesorgt ist. Hören Sie jetzt eine Übersetzung? Do you hear translation? Very good. Unser Thema heißt Wilhelm von Humboldt in the world of today, also in der Welt von heute. Also zunächst einmal haben wir uns zu verständigen darüber, was Wilhelm von Humboldt in diesem Zusammenhang heißt. Die Frau Präsidentin hat das Wesentliche dazu gesagt. Er ist derjenige, der vor allem institutionell verantwortlich ist für die Gründung dieser Universität. Konzeptionell hatte er Hilfe von Friedrich Daniel Schleiermacher, Johann Gottlob Fichte und andere illustre Persönlichkeiten seiner Generation. Seine eigenen Ideen, die inzwischen weltweit bekannt geworden sind, waren damals nicht erschienen in Druckform und erst nach 1900 überhaupt bekannt. Seit einem Jahrhundert allerdings ist es tatsächlich so, dass die zentralen Ideen, die mit dem sogenannten deutschen Universitätsmodell weltweit bekannt geworden sind, ob sie wirklich weltweit imitiert wurden oder nicht, ist eine andere Frage, mit dem Namen Wilhelm von Humboldt assoziiert werden, also von diesem Namen symbolisiert werden. Und das ist
gut und recht so. Wir werden weit mehr über die humanistischen Ideen und Idealen Wilhelm von Humboldts von Professor Gerhardt hoffentlich bald hören. Also kann ich mich jetzt zur Einstimmung ganz kurz fassen. Die Ideale der Universität oder der höheren Bildung, die mit dem Namen Wilhelm von Humboldt am häufigsten genannt werden, kann ich in 4 Slogans zusammenfassen. Sie haben eines davon bereits gehört, aber ich werde jetzt 4 nennen. Die Lehr- und die Lernfreiheit, Freedom of Teaching and Learning. Das heißt konkret, dass Humboldt in der individuellen Freiheit geglaubt hat und daher der Auffassung war, dass Studenten genauso viel Recht auf die Wahl ihrer Lehrenden hatten, wie die Lehrenden auf die Wahl ihrer Inhalte, ihrer Lehr- und Forschungsinhalte. Also es ist beiderseits die Freiheit für Humboldt wichtig. Das bedeutet im Klartext kein fixes Curriculum. Zweitens, die Einheit von Lehre und Forschung. Davon haben wir bereits auch gehört. Für Humboldt und die, die ihn zitieren, ist das Lernen wie das Forschen in der Tat eine Zusammenarbeit, in der, wie Humboldt es so wunderschön formuliert hat, die Professoren nicht für die Studierenden da sind, weder und sie für diese auch nicht, sondern beide für die Wissenschaft da sein. Eine wunderschöne Formulierung, deshalb wollte ich sie jetzt nahezu wortwörtlich zitiert haben. Drittens, die Einheit der Wissenschaft. Für Humboldt gab es keinen fundamentalen Unterschied zwischen den Naturwissenschaften und den Geisteswissenschaften, weil der Begriff der Wissenschaft für ihn auf beide Arten der Beschäftigung zutrifft. Mehr als 150 Jahre vor C.P. Snows Begriff der zwei Kulturen ist das seine Ideal gewesen. Viertens, und ganz sicher nicht zuletzt, das Ideal, das am wichtigsten für unsere Diskussion jetzt ist, das Ideal, das von der Frau Präsidentin bereits genannt wurde, Bildung durch Wissenschaft. Auf Englisch, the primacy of education through basic science over specialized professional training. Also Bildung durch Wissenschaft gegenüber Ausbildung in Spezialschulen. Humboldt und die, die ihn zitieren, meinen unter Wissenschaft einen Prozess des Nachfragens, nicht des Wiederholens aus Lehrbüchern, sondern das gemeinsame Nachfragens, ein endloser Prozess, an dem Studierende wie Lehrende gemeinsam teilhaben sollen. Diese Ideale, so wie ich sie jetzt formuliert habe, mögen heute utopisch klingen. Und ist es vielleicht gerade wegen ihres utopischen Charakters, dass sie bis heute weiterwirken. Gerade weil sie so wenig damit zu tun haben, was an Universitäten weltweit heute tatsächlich geschieht. Und das bringt uns zur Frage, auf die wir uns jetzt konzentrieren möchten in der folgenden Diskussion. Sind die Idealen Humboldts im Zeitalter der Massenuniversität mit seiner streng strukturierten Curricula und dem zunehmenden Druck auf eine wertvolle, also umsetzbare, professionelle Berufsvorbildung zu konzentrieren, noch wirkmächtig? Sind Bildung und Ausbildung tatsächlich im Gegensatz zueinander stehend, wie manchmal behauptet wird, oder ist es doch möglich, die beiden miteinander zu verbinden, selbst im Zeitalter der Massenuniversität? Und wenn ja, wie denn soll das geschehen? Das ist die Frage, die ich meinen Kollegen im Vorfeld gestellt habe. Und wir werden sehen, wie sie dazu aus ihren vielen sehr unterschiedlichen Erfahrungshorizonten dazu sich äußern wollen. Sie kommen aus mehreren Kontinenten und vertreten auch verschiedene Arten von Universität. Und das war wohl mit Bedacht so organisiert. Aber wir fangen
mit unserer Frau Präsidentin an. Also Frau Kunst hat zuerst das Wort und dann werden die anderen Kollegen in der Reihenfolge des Programms sprechen. Ich werde sie einzeln kurz nur einführen. Frau Kunst, bitte. Sind Bildung und Ausbildung für Sie Gegensätze? Wenn nicht, wie sehen Sie eine Zusammenführung? Ja, sehr, sehr gerne fange ich an und ich werde mich auch, Herr Esch, wenn Sie erlauben, jetzt ganz kurz fassen, gerade angesichts auch unserer doch etwas Verzögerung, sodass es ja gerade für uns als Gastgeber, und wir freuen uns sehr, dass Sie heute da sind, darauf ankommt, ein bisschen zu hören, wie es in Ihren Ländern und an Ihren Universitäten ist. Für uns an der Humboldt-Universität orientieren wir uns nach wie vor an dem Credo Humboldts, dass die Universität in ihrem Profil aus der Forschungsexzellenz sich entwickelt und es entscheidend ist im Bereich des forschenden Lernens, bei allen Schwierigkeiten angesichts unserer großen Studierendenzahlen, forschendes Lehren und Lernen auch in die Ausbildung mit zu integrieren. Dabei sehen wir es schon so, dass auch Humboldt es angelegt hat, auch berufsqualifizierend zu sein in seiner Universität, sodass es ja besonders ist, dass es gerade seine Aussage war, wichtig ist, die Reflexionsfähigkeit durch die Beschäftigung mit Wissenschaft in einer Universität zu erlernen, um das wie einen gepackten Rucksack ins Leben mitnehmen zu können, um es in ganz unterschiedlichen Arbeitsbereichen auch selber dann für ein Weiterlernen und ein lebenslanges Lernen während eines Lebens gebrauchen zu können. Und dazu stehen wir heute noch. Obwohl es natürlich ein Ideal ist, angesichts jetzt auch unserer Verfasstheit in Deutschland mit der Freiheit der Wahl auch des Studienplatzes, mit der Realität, dass an einer Universität wie der Humboldt-Universität wir nicht selektieren können oder nur dort, wo es auch tatsächlich einfach über den Numerus Clausus eine Handhabe gibt, gleichwohl, wir haben also schon keine Vorselektion. Das ist der eine Punkt. Was mich sehr fasziniert, ist tatsächlich seine Beschreibung und sein Bild zu der Einheit der Wissenschaften. Wenn man tatsächlich die Entwicklung an der Forschungsfront in den Wissenschaften sieht, so haben wir ein bisschen im Moment das Erleben, dass natürlich in allen Wissenschaften, die hier disziplinenscharf nebeneinander stehen und ihre Heimat in ihrer Disziplin haben, dennoch die Grenzen sich so erweitern, dass nach langen, langen Jahrzehnten einer immer weiteren Diversifizierung auch an vielen Stellen sich die Disziplinengrenzen wieder so öffnen, dass Disziplinen zusammenfließen und in einem ganz neuen Sinne auch eine Einheit von Wissenschaften neu sich wegbahnt. Die Gleichberechtigung jetzt und die Wichtigkeit der Beschreibung ganz unterschiedlicher Zugänge zu dem Weltwissen gilt für alle und ist auch faszinierend und so empathisch für tatsächlich einen Beruf in der Wissenschaft und für Berufensein dadurch, um darüber auch tatsächlich die Welt erkennen zu können. Und das ist etwas, was auch hier als Spirit in dieser Universität wir alle miteinander jeden Tag leben. So, das waren jetzt zwei Sachen, die ich ganz kurz hervorgreifen wollte. Ich möchte mich dann jetzt einfach zurückhalten nach diesen zwei Punkten, sodass es für uns hochaktuell ist und wir danach streben, tatsächlich auch das uns dem Ideal an den Punkten, an denen wir können, anzunähern. Ja, soweit. Vielen Dank. Sie werden gemerkt haben, ich habe Sie nicht eingeführt, weil ich
dachte, dass alle im Raum ohnehin von Ihnen Bescheid wissen. Aber das Wichtigste, das ich jetzt nachtragen möchte, ist der Hinweis darauf auf Ihr Doppelstudium. Denn das ist der Hintergrund, denke ich, für viele Ihrer Bemerkungen, die Sie gerade getätigt haben. Es ist ganz selten unter Universitätspräsidentinnen, dass jemand da kommt, die Erfahrung hat, auf beiden Seiten sozusagen der berühmten zwei Kulturen, von denen ich wenig halte. Aber immerhin für diesen Zusammenhang hat es einen Sinn, darauf hinzuweisen. Our next speaker, I'm introducing him in English because he's going to speak in English, is Philip Li Fan Liu. He is Vice President for Research and Technology, also Vizepräsident für Forschung und Technologie, an the National University of Singapore. Li Fan Liu is an engineer by training. He studied at MIT and is a specialist in coastal oceanography and engineering, water wave theory, tsunami dynamics, topics that are extremely relevant, and not only for someone who lives in Southeast Asia, I would suspect, given what you are learning about the impact of climate change. These are absolutely central issues, but I fear that you are not doing much research now because you are the vice president responsible for international development, among many other things. And before that, you were director of the School of Civil and Environmental Engineering at Cornell University. Also wir haben jetzt jemanden vor uns, der das Universitätssystem der USA und das von Singapur kennt. Er stammt selber aus Taiwan, also ein internationaler Mensch, der aber Ingenieur ist. So, we would like to hear now your perspective on the question of the higher education and specialized training. Thank you. Thank you, Ms. President, and thank you, Dr. Ash. One correction. I am still doing research. Great news. Yes. I think that after I've been at Cornell for almost 40 years, I spent all my career at Cornell. And I moved to Singapore almost 2 years ago, August 2015. And indeed, I took a part-time job as a VP for research and technology. And my other part-time job is really to establish a group of researchers in dealing with the coastal processes and the coastal engineering problem in Singapore. And I'm very glad that I have a chance to talk to President today, that recognizing that we actually have the same background in civil engineering. So I'm glad to hear that. So I would like to take this opportunity to just to talk about these two universities I have been in, one in 40 years almost, another one barely only for 2 years. And also talk about my experiences involving in these two universities, especially with regard to one Humboldt's five ideas. And so first of all, I don't know how many of you knows where Cornell is. Cornell is actually located in central New York, in a small town called Ithaca. And the whole population in Ithaca is only about 40,000 people, 40,000 people. There are only two universities in town. One is Cornell University, another one is Ithaca College. And Ithaca is surrounded by, surrounded by reality, really. So very rural settings, and so it's kind of interesting place. Then when I moved to Singapore, you probably heard about Singapore. It's basically a city country, and with a population of about 5.6 million people, was the area, I don't remember exactly how much, was the total area. It's about 26 kilometers across, another 20-something kilometers from north to south. That's about it. And so it's a very different kind of environments for these two universities being with. And so obviously, they share some common characteristics, but they, in some other ways, they look very, very different. And as you know, Cornell is one of Ivy League college, but a lot of people don't really know is the fact that Cornell, a small part of Cornell,
is still supported by state, New York State, and especially in life sciences and some other more professional school. And however, the amount of percentage of budget provided by state by the state is only about 15%. I will say that. On the other hand, NUS, National University of Singapore, is fully, almost, I would say, fully funded by the government. And I would say the total budget is maybe 80-90% coming from the government. And therefore, the difference is how these two universities behave are heavily influenced by the funding situations. Now, one of the Cornell's motto, a very popular one, but was said by the Cornell founder, Ezra Cornell. I quote here, it says, "I will fund an institution where any person can find instructions in any study, and the university was intended to teach and make contribution in all fields of knowledge, from the classics to the science, and from the theoretical to the apply." So this is his saying, the founder of the universities. And the co-founder of the university, Andrew Y, heard about that and say, if you let these words out, everybody will come to this university. How do we handle it? And Ezra Cornell said that, wait until you see where I put the university. Ithaca, can you imagine in 18-something, 1865, and you can only reach Ithaca by horses. And but on the other hand, joking aside, in the last 150 years or so, Cornell has just followed that principle and implement that spirit, that philosophy, in its curriculum. Over the 40 years I've been at Cornell, I know that in many different colleges, we have a different kind of, established different kind of curriculum or programs for undergraduate students who doesn't want to be affiliated with any special departments, and they are free to develop their own curriculums, and they're free to choose their advisors, and of course, the final curriculum, the program has to be approved by some kind of a committee. But there are a large number of students in the liberal arts college in engineering and are enrolled in these kind of programs. So I think this is very much consistent with von Humboldt's freedom of teaching and learning. And the student have a great flexibility to choose what to learn and where do they want to learn from. On the other hand, when you come to the NUS, The difficulty with NUS, well, in some sense, NUS is less flexible in that sense. I think primarily because the fact that NUS is funded heavily by the government, and the Singapore government is very well-designed government and project very well into the future. So everything down to how many PhD each department or each field can produce is decided from the Ministry of Education. So you can imagine that becomes a challenge if a student come along to say, I don't want to study this, I want to study other things, but can I do that? The answer usually is not really, but let's talk. So in that sense, just because of the nature of the universities, and that's a challenge. I'm sure some of the state universities in the United States or in Europe are experiencing same kind of challenges. And but having said that, I think one of the common characteristic shared by Cornell and NUS is that they are, although they are recognized as a research intensive universities, but they all put a lot of emphasis in teaching. All the university professors, tenure track professors, must teach, and no matter how much research work we are doing, and they are feeling very proud of doing that. And in fact, they believe that teaching and research are complementary to each other, and there's no way to buy out your time from teaching.
So that is a very important characteristic of it. Okay, I think what my time is very limited, and let me just fast forward to say that one thing I would like to say very importantly is that I want to say something about NUS. In Singapore, every 5 years, the government developed this so-called five-year plan for research and the innovation. And in the current five-year plan, the government is putting something like $19 billion, about 4% GDP, for research innovations. And one of the big focus is that pushing the interdisciplinary research and pushing for the translational research. In other words, research portion of these kind of research budget is specifically designated to perform societal impactful research. That simply means that you really have to work in a disciplinary way and encourage scientists, natural scientists and engineering and social scientists working together. And again, this is very much in line with Von Humboldt's thing. My time is already up, and the final remark is I heard the president say something about lifelong learning, and I think that definitely is a firm belief from the both universities, and where educating students is to prepare them to carry on their lifetime learning skills. And let me just stop right there. Thank you. Thank you. Unser, wir können am Ende, also alle dann applaudieren. Unser nächster Sprecher ist ein Nachbar Wiens, könnte man fast sagen. Gábor Erdődy ist seit 1978 Dozent für Geschichte des 19. Jahrhunderts an der Jüdischen Lorand-Universität in Budapest. Aber er ist ein Mann nicht nur der Universität, sondern auch des Staates in dem Sinne, dass er in den 90er Jahren nach dem Fall des Kommunismus 4 Jahre lang Botschafter Ungarns in der Bundesrepublik war, zwischen 92 und 96. Und zwischen 2002 und 2009 wieder Botschafter Ungarns am Heiligen Stuhl in Rom. Seit 2010 ist er Leiter des Programms in moderner und Zeitgeschichte Ungarns, des Doktoratsprogramms auf diesem Felde an derselben Jüdisch-Lorand-Universität und seit 2012 Vizerektor für internationale Angelegenheiten dort selbst. Und es ist, glaube ich, in dieser Eigenschaft, dass er jetzt zu uns geholt wurde. Und jetzt bitte ich Sie um Ihre Bemerkungen zum Thema Bildung versus Ausbildung oder doch gemeinsam. Ich bedanke mich, Frau Präsidentin, hochverehrte Damen und Herren. Die Frage in der Einladung ist formuliert, was ist die Botschaft, was ist das Message von Humboldt? Ich möchte diese Frage ein bisschen personifizieren und so formulieren, was bedeutet die Erbschaft von Humboldt für mich, für einen Historiker, für einen Bürger von Mitteleuropa am Anfang des 21. Jahrhunderts. Und den Ausgangspunkt meiner Interpretation bestimmen eigentlich bestimmte aktuelle Welttendenzen. Ich möchte vielleicht auch so formulieren, bestimmte Krisensymptomen, wo sich auch das Zukunftsideal, die Perspektiven der Humboldtschen klassischen Forschungsuniversität manchmal verursachen. Ein bestimmender Faktor dieses Prozesses meiner Meinung nach ist eine einseitige Dominierung des Nützlichkeitsprinzips. Ich glaube, dass die Lehre von Bentham über Utilitarismus ist heutzutage manchmal zu radikal interpretiert oder auch manchmal vielleicht dogmatisch, wonach die humanen Disziplinen
in bestimmten auch offiziellen Erläuterungen als zweirangige, als überflüssige, als eine Luxusdisziplin interpretiert werden. Ein anderer Faktor dieses Prozesses sehe ich in einer übertriebenen Interpretierung von speziellen Fachkenntnissen. Eine übertriebene Interpretierung von Spezialisierung. Manchmal fühle ich mich so, als Qualität nur in Daten, nur in Nummern, nur in Indikatoren zu messen sind, wo sich eben das Ziel der Bildung, die menschliche Dimension, das Individuum verschwunden ist. Nach dieser kurzen Einführung möchte ich eigentlich bestimmen, warum für mich Wilhelm von Humboldt wichtig ist und was seine Erbschaft für mich bedeutet, was ich in seinem Universitätsideal für sehr wichtig und für sehr aktuell halte. Vor allem die Qualität der Inhalte der Bildung. Ich glaube, dass Humboldt es mit Recht betont hatte, dass die Bildung keine einfache Übergabe von aller sämtlichen fachlichen Kenntnisse ist. Nicht einfach nur eine Bildung von Fachleuten. Wesentlich mehr Bildung, glaube ich, bedeutet die Voraussetzungen für Selbstbestimmung, Selbstformierung des Individuums zu schaffen und zu sichern. Natürlich im Namen der Universalität. Ich glaube, worüber wir schon gesprochen haben, dass ein zentraler Faktor dieser Auffassung die Einheit von Forschung und Bildung, die Einheit von Wissenschaft und Unterricht ist, wozu aber die Garantie vor allem die Freiheit von Bildung, die Freiheit von Wissenschaft und der Universität bedeutet. Ich glaube, dass ein weiterer wichtiger aktueller Faktor der Humboldtschen Auffassung ist die Unabhängigkeit der Wissenschaft und der Bildung, die Unabhängigkeit der Universitäten von dem Staat, die Autonomie der Universitäten, nämlich wir in der Geschichte schon oft erfahren haben, dass die Einmischung des Staates keine souveräne Mitglieder der Nation, sondern wesentlich mehr einzelne Untertanen produzieren. Darum halte ich eine der wichtigsten Werke von Humboldt, wo er nach den Grenzen der Wirksamkeit des Staates suchte und diese Grenzen bestimmen versuchte, als Verteidigung des Individuums, als Verteidigung der Autonomie der Wissenschaften. So möchte ich auch ein Zitat von Humboldt behaupten, nämlich starke Nation, schwacher Staat. Trennung der Nation von dem Staat. Diese Auffassung gibt eine ganz neue Interpretierung der Funktion von der Universität in einer organischen Einheit von Universität und Bildung, Universität und Kultur. Ich möchte zitieren in dem Zusammenhang Schelling. Er hat behauptet, die Arznei der deutschen Nation befindet sich in der Wissenschaft. Dadurch hat die zentrale historische, strategische Funktion die Rolle der Universität behauptet. Und diese neue nationale Mission hat auch die Geschichte der Medien beeinflusst. Die sind alle sehr wichtig für einen Prorektor der Rutherford-Universität, nämlich meine Universität in 1635 begründet war und schon seit mehr 380 Jahren kontinuierlich funktioniert und vertritt die typischen Werte von Mitteleuropa in einer Harmonie mit den Vorstellungen von Humboldt. Ideen vertreten natürlich bedeutet nicht automatisch, die Ideen auch zu verwirklichen. Die ELTE hat 8 Fakultäten, an Polen die naturwissenschaftliche Fakultät und die Fakultät für Informatik, auf anderen Polen die Fakultät, die philosophische Fakultät und die Fakultät für die sozialen Wissenschaften. Also die
beiden Kulturen, worüber schon gesprochen war, ist auch bei uns anwesend. Aber ich glaube, dass in der Konzeption, durch die Konzeption von Humboldt, diese Klüfte schön übergebrüht werden können. Und als schließendes Denken möchte ich auf eine sehr wichtige, interessante, vielleicht nicht so bekannte Ähnlichkeit, Parallelität zwischen preußisch-deutschen und ungarischen Geschichte hinweisen. Nämlich der Zusammenhang zwischen 1806 und 1920. Wie es für Sie selbstverständlich wohl bekannt ist, 1806 bedeutete eine totale demütigende Niederlage von Preußen durch die französische Armee, die demütigende Besetzung von Berlin. 1920, das Trianon-Diktat bedeutete für Ungarn ein Verlust mehr als zwei Drittel seines Gebietes und mehr als die Hälfte seiner Bevölkerung. Warum ist die Ähnlichkeit, meiner Meinung nach? Weil in beiden Situationen erlebten die Zeitgenossen und auch die Geschichtsschreibung erinnert sich daran so, dass fast eine hoffnungslose, perspektivenlose Situation entstanden ist. Und wie haben die fantastisch hochgebildete Staatsleute, die preußische politische Elite und die ungarische nach 20 diese Krisensituation behandelt? Durch die Therapie, durch die Schocktherapie, durch die Flucht nach vorne. Und in diesem Prozess, in dem Prozess der Wiedergeburt, hatte die strategische Rolle die Wissenschaft. Auch von Stein, Hardenberg, aber vor allem Wilhelm von Humboldt, aber auch bei uns zum Beispiel das Kultusminister Graf Kuno Klebersberg, haben klar gesehen, in der schwierigen Situation gibt es nur eine Rettung, fliehen nach vorne in der Richtung der Wissenschaftler. Und durch die Mittel Bildung, Wissenschaft, mit der zentralen historischen Funktion der Universitäten, konnten die beide Krisensituationen sehr gut behandelt werden. Und ich glaube, auch für heute hat das eine Botschaft. Für unsere Probleme, oft Krisen, schwierigen Situationen, glaube ich, ist heute auch heute die Schocktherapie, die historische, strategische Funktion, Rolle der Universitäten wichtig. Und ich glaube, dass wir gemeinsam in dieser Richtung weiter funktionieren sollten. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Erdodik. Wir haben wenig Zeit, es ist so. Für die, die später hereingekommen sind, weise ich darauf hin, dass diese Veranstaltung mit erheblicher Verspätung beginnen musste, aus Gründen, die wir vielleicht nachher mal besprechen können. Aber das bedeutet, dass die für 8 Uhr angesetzte Veranstaltung etwas später beginnen wird müssen, ebenso. Und ich bitte um Ihr Verständnis dafür. Our next speaker is... Bevor ich zum nächsten Redner komme, wollte ich nur einen kleinen Hinweis anfügen aus der Gegenwart. Denn es ist eine Funktion von Universitäten, die sie nicht immer wahrnehmen, die Positionierung in der Öffentlichkeit, wenn es Not tut. Und in Ungarn heute ist das ganz wichtig. Es gibt ein sogenanntes Lex CEU. Ich weiß nicht, ob Sie davon was gehört haben. Also die Central European University in Budapest ist existenziell bedroht. Und es ist wirklich ein Ruhmesblatt jetzt der Jötvös-Loránd-Universität, dass sie als einzige ungarische Universität an vorderster Front zur Unterstützung der Central European University aufgerufen hat. Ich wollte nur darauf hinweisen. Our next speaker is Daniel Garber. Daniel Garber is a philosopher. Perhaps that's all one needs to say, but I will add a bit of detail just briefly. Daniel Garber is a specialist in metaphysics and epistemology and the history of science and philosophy,
especially in the 17th century, but also in philosophy of science, especially questions relating to rational belief and belief change. I hope the interpreters can deal with what I just said. He held many positions in various universities, such as Oxford, Harvard, Johns Hopkins, and the University of Minnesota. All of his degrees are from Harvard, the bachelor, the master, and the PhD. From 1995 to 2002, he was Lawrence Kimpton Distinguished Service Professor of Philosophy at the University of Chicago. And since 2002, he has been at Princeton University. He is currently the A. Watson J. Armour III University Professor of Philosophy at Princeton. But the main qualification, I think, for his being here today is that he is also a member of the Council for International Teaching and Research at Princeton University. And we've already talked a bit during lunch today about Humboldt, and I'm very interested to hear what he has to say now to us about Bildung versus Ausbildung. Thank you very much. I think on this stage I'm the only one who is not currently a professional administrator, also in academic life. Though I did serve my, though I did serve my time in various administrative positions at various universities. I'd like to begin by expressing my thanks for this invitation to speak on behalf of Princeton University at this symposium. Princeton has benefited enormously from its close relationship with the Humboldt University over these past years. And in particular, my own department, philosophy, has benefited greatly from this. Now, onto the business at hand. In his introductory remarks, Mitchell Ash gave a very nice, concise summary of what he calls the Humboldt myth, the view of the Humboldt University. And on his view, this involves four doctrines: the freedom of teaching and research and learning, the unity of teaching and research, the unity of science and scholarship, and the primacy of pure science over applied science. Leaving aside the tangled historical issues, Professor Ash has asked us to focus on, well, the question he actually asked us in his email to set up this was a little broader than the question that he asked at the in the context of his introduction, and that was how these ideals can or should still be goals for universities in the age of mass higher education, with its highly structured curricula, which are more and more oriented toward professional training, and the increased distance between basic undergraduate education and top-level research. And that's the broader question, I think, that I would like to address. And I'd like to address them from the perspective of my own experience and what it is that I've learned as a member of the American academic community, though aware of what it is that has been going on in Europe over the last 20 or 30 years. In comparison with Europe, American higher education is enormously diverse. A big divide is between public and private, but each public university is in turn funded by its own state government and so competes with other public universities in other states as well as with private universities. The core of American higher education, should note by the way that Princeton is a private university, as was University of Chicago, where I taught for many years before going to Princeton. The core of American higher education is the four-year bachelor degree, which I know is something somewhat controversial on this side of the Atlantic. But community colleges, generally counted by us as part of higher education, don't offer bachelor's degrees. And while liberal arts colleges are limited to a bachelor's degree, liberal arts colleges being one kind of college, universities offer, in addition, graduate degrees that go beyond.
Both universities and liberal arts colleges offer pretty similar kinds of undergraduate programs. But in universities, students are taught by faculty who are also researchers, in principle at least, although there are many different levels of quality of university. While in liberal arts colleges, they are taught by faculty considered primarily teachers. Some undergraduate programs are purely academic, but some are pre-professional or even professional. Many schools offer undergraduate degrees in engineering, Princeton does, for example, or education or business. There is even one university, the University of Minnesota, which offers a degree in mortuary science to prepare students to work in funeral homes. And I think Cornell does offer an undergraduate degree in hotel management. Yes. Is that true? Yes, very good one. And it is a very good one, yeah. And there is considerable diversity among the universities that offer advanced degrees. While some only offer advanced degrees in purely academic subjects, many have units that offer professional degrees in law, medicine, business, and a number of other fields. Some American institutions of higher education are organized on a conception very close to the Humboldt conception. My own university, Princeton, is rather close. Faculty are expected to be both excellent teachers and excellent researchers and have wide control over the curriculum taught. Science and scholarship are united in the sense that both are considered crucial parts of the mission of the university. Neither the one nor the other are privileged. We do have a school of engineering at Princeton and a very theoretical school of architecture. Not clear that they know how to build buildings, but they can think about space. But there's no law, there's no business, there's no medicine. However, a significant number of American institutions of higher education are quite far from the Humboldt ideal. Four-year liberal arts colleges strongly emphasize teaching over research for their faculty. A number of them, such as St. John's College, have rigid curricula that all students and faculty are obligated to follow. In some institutions, such as MIT and Caltech, the liberal arts are strongly subordinated to the sciences. And many universities in the US have professional schools. Only a very small minority of US institutions of higher education are organized on the Humboldt model. Is this bad? Is this something that we should worry about? Is this something that we should think is a threat to higher education or to scholarship in general? I don't think so. The Humboldt model is an excellent way of organizing a university, but it isn't the only good model for a university or for an institution of higher education. Nor is there a good reason why all institutions of higher learning have to be organized in the same way. Indeed, diversity in higher education is healthy and good, I think. Diversity leads to healthy competition, public versus private, four-year liberal arts colleges versus universities, pure science and scholarship versus professional preparation. In a context in which virtually all institutions are controlled by the government, as they are in most European countries, all institutions are at the mercy of politics. Where there's a healthy body of private institutions, such as in the United States, I think that there is an important external check on that. Where there's diversity, there's the possibility also for experiment and innovation at all levels, including curriculum, science and scholarship, and educational organization. Furthermore, not every student wants the same thing or needs the same thing out of his or her education. For some, the Humboldtian University is an excellent fit, but not for all. I'm not arguing for a rejection of the Humboldt model. There is definitely still a place for institutions like Princeton
and the Humboldt University that aspire to the model that Wilhelm von Humboldt presented more than 200 years ago. But the world is also a better place for having, in addition, other institutions that reflect other values as well. Thank you very much. Thank you. If I may, I should say that the sentence that you quoted was also in my introduction, but it was in German, so maybe the interpreter missed it. Das ist nicht ganz irrelevant. Also es ist in der Tat wichtig, auf welche Fragestellung man diese Diskussion zuspitzt. Bildung gegen Ausbildung ist eine und Humboldt im Zeitalter der Massenuniversität eine andere. Die haben miteinander zu tun, aber sind nicht die gleiche Frage. Das ist also schon wichtig, der Hinweis. Our last speaker is Juan Machado, who is a scientist. His field is animal science, with the emphasis on the histophysiology and training and passive transfer of immunity in domestic animals. I hope the interpreters understood that. He has been a professor of animal science at the University of Sao Paulo in Brazil since 1997. And he is currently provost for international cooperation at the International Cooperation Office of the University of Sao Paulo. So he is offering us now a perspective from another kind of discipline and from another continent. Okay. Please. Thank you, moderator, Professor Mitchell Match, for this very nice introduction. I would like to thank you, President Sabine Kunst, for the hospitality and invitation to participate at the 205th anniversary of Wilhelm von Humboldt at Humboldt University, our privileged, very privileged partner in Germany. I also would like to thank Nina Mikolaschek and Judith Welley for their great work over the last few years to consolidate this partnership. Thank you. What a special event for me. Humboldt concept is part of my admiration, my academic beliefs, and present in my presentations about university for more than 30 years. The new university profiles proposed by Humboldt is absolutely current, valid today, are indisputable. The need of research for teaching. With research, our students are exposed to an innovative, creative environment. The freedom of learning and the no fundamental distinction between natural science and humanities is nothing more than what we are talking today, interdisciplinarity. The importance of pure basic knowledge is also fundamental, because we know that we cannot be interdisciplinary without basis. We cannot establish applied knowledge without base. We cannot do professional without base. The big challenge, the big task is to keep this valid concept is in larger scale. Or is it for all institutions? These are the big challenge. On academic scenario, we have some initiatives related to these concerns. Bologna's system, up to a certain point, capacitates a large number of students and provide opportunity for them to, for a segment more qualified to move on to a new stage. That is connected to research environment, this second stage. Community college, junior college, technical college in my country, city college, are very important. Provides higher education, a special level, a tertiary education, to attend a demand that complemented the university, the research university. Large numbers of community college are linked to a research university and
a segment of the students can continue education in a research university, liberal arts university. Germany's excellent strategy, clusters of excellence, initiative that we can also see in other countries, like England. This initiative goes in exactly the direction of Humboldt. Concepts maintain basic science, pure science, preserved in strong in the university, in the higher education environment. Now, just a little, some words about University of São Paulo and about one thing that I call nothing comes from nothing. University of São Paulo started in 1827 with the law school, but as a university, a comprehensive university, we established in 1934. Today, with 92,000 students, is the largest public university, public and free university in Brazil, and we are best ranked institution in Latin America and Ibero-America. A little bit about history. In the early 20th century, here in Berlin, a prominent professor of botany called Karl Kohans of Kaiser Wilhelm Institute für Biologie. I practiced biology for more than a week, to say in Germany, okay? Biology. A Mendel rediscovered. Had a bright young assistant called Frederick Gustav Brügger. And in 1936, due to the war, he left Germany. He went to London, to England, and where he met a short professor from Brazil called Melo Moraes, Dean of Agriculture College at the University of São Paulo. He was looking for someone to teach genetics and cytology. And Professor Brick and his wife, Annelise Brick, accepted move to a small city in the state of São Paulo. He was not just important just because he helped University of São Paulo to create this cytology and genetic knowledge. But he also was very important because he helped the USP Hector to establish the full-time appointment. You know what full-time appointment means at a time? Means research. Accomplish to teaching. Means establish, bring Humboldt ideas to the University of São Paulo. Okay. He was a close friend of my father, and this is an additional ingredient that makes my participation in this event even more special. Thank you. Thank you. We are almost at the end of our presentation. Wir sind fast am Ende. Ich erlaube mir nur eine Minute oder zwei zusammenzufassen, insofern das möglich sein sollte. Wir haben sehr verschiedene Stellungnahmen zu den beiden Fragen, die ich eingangs gestellt habe, gehört. Vielleicht schärfer im Hinblick auf die Frage Bildung gegen Ausbildung. Da haben wir, glaube ich, von unseren verschiedenen Rednern in der Tat sehr unterschiedliche Antworten gehört, aber im Allgemeinen darf ich sagen, oder möchte ich meinen zumindest, dass das Fazit ist, die beiden müssen nicht unbedingt gegeneinander ausgespielt werden. Das Ideal einer höheren Bildung muss nicht unbedingt getrennt sein von einer gediegenen Berufsvorbildung. Ein kleiner historischer Hinweis erlaube ich mir in diesem Zusammenhang. Humboldt ist schon zu Lebzeiten bekannt für eine Bildungsreform, die er durchgesetzt hat. Und ein Teil dieser Bildungsreform betraf die Einführung des Abiturs als Pflichtabschluss für den Zugang zur Universität. Ohne diesen Teil seiner Bildungsreform hat die philosophische Fakultät als gleichberechtigte Fakultät neben den sogenannten höheren Fakultäten der Medizin, der Theologie und der Juristerei keine
Berechtigung im institutionellen Zusammenhang der damaligen Universität. Also auch da ist Humboldt institutionell gesehen genial gewesen. Er hat die Grundlage für diese Gleichstellung der philosophischen Fakultät geschaffen. Und so darin gezeigt, dass Bildung und Ausbildung nicht unbedingt als Gegensätze zu verstehen sein müssen, schon im 19. Jahrhundert. Was die zweite Frage betrifft, ob die hohen Ideale Humboldts, die ich zitiert habe am Beginn dieser Diskussion, in der Massenuniversität noch Bestand haben können, da waren die Stellungnahmen unserer Teilnehmer nicht ganz einig. Ich glaube, alle Beteiligten wünschen sich, dass es sein möge. Aber inwiefern es sein kann, ist eine Frage, die ich Ihnen, liebe Freundinnen und Freunde, für die spätere Diskussion nach dem zweiten Teil unserer Veranstaltung aufgeben muss. Und in diesem Sinne danke ich unseren Rednern und vor allem auch den beiden armen Dolmetschern, die da hinten in den Kabinen schwitzen mussten. So, wir steigen einfach mal aus. Ganz herzlichen Dank für die Leitung der Diskussion, für Sie alle, für die Geduld. Wir haben, wie Herr Esch zwischendrin schon einmal sagte, ungefähr eine Stunde Verspätung, weil wir eine etwas längere Intervention hatten von Seiten der Verhandlungspartner im Rahmen der Verhandlung des studentischen Tarifvertrages. Wir werden jetzt noch einmal dafür sorgen, dass es etwas zu trinken gibt und fahren dann fort. Und ich hoffe, Sie sind noch motiviert, ein bisschen zu bleiben. Vielen Dank und ganz herzlichen Dank an die Gäste. Es würde mich freuen, wenn Sie auch uns noch durch den Abend begleiten. Thank you.
Ganz herzlichen Dank an Sie beide. Sie werden uns ja heute noch einmal erfreuen. Sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister und Senator für Wissenschaft und Forschung, lieber Herr Müller, sehr geehrte Abgeordnete des Landes Berlin, sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrter Herr Präsident Grötschel, sehr geehrte Universitätspräsidentinnen und Universitätspräsidenten, sehr geehrte Familie von Heinz, meine Damen und Herren. Es freut mich sehr, dass Sie heute da sind, den 250. Geburtstag von Wilhelm von Humboldt zu feiern. Das ist doch wirklich ein Grund, auch hier bei uns zu sein, für alle, die aus vielfältigsten Gründen mit der Wissenschaft verbunden sind. Denn Humboldt hat das Wissenschaftssystem geprägt wie wenige andere. Wir befinden uns hier in der Universität, deren Gründung Wilhelm von Humboldt entscheidend vorangebracht hat und die seit vielen Jahrzehnten nach den beiden Brüdern benannt ist. Bis es aber zu dieser Universitätsgründung kommen konnte, musste Wilhelm von Humboldt einige Mühen auf sich nehmen. Vielleicht stand der größte Verzicht, den er bringen musste am Anfang seiner Tätigkeit, letztendlich für die Gründung einer Universität, musste er doch sein geliebtes Rom verlassen, wo er mit seiner Frau und den Kindern ein gutes Leben inmitten einer deutschen und auch internationalen Künstler- und Wissenschaftsgesellschaft führte. Damals der Platz, an dem man sein sollte. Aber auf den Ruf seines Königs, oder dem konnte er sich nicht entziehen und nicht widersetzen, so machte er sich auf nach Berlin. Und es war beileibe kein einfaches Umfeld für den humanistisch-liberalen Humboldt im autoritär-pragmatisch geprägten Preußen. Da er selber keinen Ministerrang bekleidete, hatte er keinen direkten Zugang zum König. Und es war von daher wirklich nicht einfach, und es brauchte ein Unterstützungssystem, sodass auch nach der Entlassung von Freiherr vom Stein Humboldt sein Amt niederlegte, in den diplomatischen Dienst zurückkehrte und nach Wien ging. Sein diplomatisches Geschick konnte er aber bereits in Berlin einsetzen. Einerseits schalt er zahlreiche Forschungseinrichtungen wie die Akademien, die Bauakademie und die Charité als leblose Institute. Andererseits suchte er bei der Formulierung seines Antrages schon die Nähe dazu, um letztendlich auch zu begründen, die berechtigte Hoffnung, dass gerade durch das, was mit Universität verbunden sein könnte, eine allgemeine Belebung auch der Forschung und der Gesellschaft erfolgen sollte. Auf andere Art wird das in naher Zukunft vielleicht wieder geschehen. Im Humboldt-Forum, es wird zu sehen sein, dass in seiner Grundidee, die ebenfalls auch auf Wilhelm von Humboldt zurückgeht, der Grundstein für die Universitätssammlung der Humboldt-Universität wurde in den Schatz- und Wunderkammern des Berliner Schlosses gelegt, von wo Wilhelm sie der Universität zugänglich machte. Nun kehren einzelne Objekte der Sammlung wieder an ihren Ursprungsort zurück. Das Gelingen seiner Idee konnte Humboldt sich nach seiner Rückkehr aus der Ferne anschauen, nach seiner Rückkehr ins diplomatische Korps. Zuerst in Sorge, dass seine Nachfolger die Reformansätze zunichte machen würden, sah er doch schließlich das Erblühen seiner Idee. Mit der Berufung von herausragenden und profilierten Wissenschaftlern konnte der Praxistest für die Humboldt-Universität beginnen. Am Anfang standen 262 Studierende im ersten Jahr und wurden doch innerhalb kurzer Zeit zu annähernd 1000 schon nach einem Jahrzehnt. Es war Humboldt ein großes Anliegen, die Universität, das ist auch ein wichtiger Punkt, finanziell großzügig auszustatten. Dadurch wollte er ihr die Kraft verleihen, mit angemessener wissenschaftlicher Qualität arbeiten zu können. Ich bewundere, wie Wilhelm von Humboldt als Wanderer zwischen den Berufsfeldern agierte. Er war preußischer Diplomat in Italien, ausgezeichneter Erforscher der Sprachen der Welt, Kunstmäzen und eben auch
kundig als Verwaltungsbeamter im spannungsgeladenen Umfeld des preußischen Königs. Bei all diesen Wechseln außerdem ein ausgeprägter Pragmatiker. Wenn man jetzt sieht, wie lange Zeit es dann noch brauchte für ihn, auch nachdem er bereits zurückgetreten war, die finanziellen Ressourcen dann doch zusammenzukriegen, sind wir doch bei den Verhandlungen gerade der allerletzten Hochschulverträge sehr viel schneller gewesen. Insofern, Herr Regierender Bürgermeister, unseren herzlichen Dank für die tatkräftige Unterstützung. Vielleicht trägt auch das dazu bei, das lebendige, das Erbe Wilhelm von Humboldts lebendig zu halten und in die Zukunft zu führen. Ganz herzlichen Dank. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, erst einmal von meiner Seite natürlich auch ein herzliches Willkommen und ich freue mich, dass wir gemeinsam nun auch dieses besondere Jubiläum hier begehen können und dass Sie auch so lange ausgehalten haben nach den Turbulenzen hier heute Nachmittag oder heute Abend. Aber ich finde schon, dass das doch ein sehr besonderer und sehr wichtiger Tag ist, den man auch durchaus gemeinsam feiern kann. Heute Mittag gab es ja schon eine wunderbare Veranstaltung im Schloss Tegel von und mit der Familie von Heinz auch. Und ich glaube, dass man hat gespürt, dass eben doch dieses Jubiläum, dieser Geburtstag, dieser 250. und dass Humboldt, der Erfinder der modernen Universität, ist mit seinem Bruder Namensgeber der Universität, jetzt hier der Humboldt-Universität, dass das alles doch sehr präsent ist und in unserer Stadt und unserer Gesellschaft auch eine Rolle spielt. Also insofern auch ein großes Dankeschön an die Humboldt-Uni, dass wir heute Abend noch einmal in einem etwas anderem Rahmen zusammenkommen, um Humboldt zu würdigen. Ja, er hat die maßgeblichen Ideen entwickelt, auf die sich 1810 die Gründung der damaligen Friedrich-Wilhelm-Universität stützte. Unabhängigkeit der Wissenschaft, Integration von Geistes- und Naturwissenschaften, Einheit von Lehre und Forschung. Und allein die Würdigung dieser Ideen und dieses Erbes würde es ja schon rechtfertigen, dass wir uns hier zum Gedenken an Humboldt versammeln. Humboldt steht aber nicht nur für eine große Tradition, die unmittelbar mit Berlin und dieser Universität verbunden ist. Er hat eben auch Maßstäbe gesetzt in seinem Wirken, die ihre Gültigkeit behalten haben bis heute. Damals wie heute entstand gute Wissenschaft ja nicht im luftleeren Raum. Als Direktor der Sektion des Kultus und des öffentlichen Unterrichts im preußischen Staat hat Humboldt nicht nur wegweisende Reformen angestoßen, sondern auch entscheidend dazu beigetragen, dass Bildung und Wissenschaft als herausragende öffentliche Aufgabe angesehen wurden. Bereits für Humboldt war, wir haben das eben auch gehört, die Präsidentin hat zu Recht darauf hingewiesen, bereits für Humboldt war eine zuverlässige und gute Finanzierung von zentraler Bedeutung. Dem Anspruch Humboldts, der Wissenschaft verlässliche Rahmenbedingungen zu bieten und sie dabei zu unterstützen, sich immer wieder neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre zu stellen, wollen wir natürlich auch heute gerecht werden. Und auch ich sehe es so, es ist immer noch ein bisschen mehr auch wünschenswert und nicht jeder Wunsch kann erfüllt werden, aber dass wir in unseren gemeinsamen Vertragsverhandlungen der vergangenen Monate auch in diesem Sinne einen großen Schritt nach vorne gemacht haben. Meine Damen und Herren, verlässliche Rahmenbedingungen beziehen sich aber natürlich nicht nur auf die finanzielle Ausstattung, sondern es geht auch um rechtliche Rahmenbedingungen. Nur so kann es gelingen, gute Studien- und Arbeitsbedingungen zu gewährleisten, den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern und die fähigsten Köpfe zu gewinnen. Und das ist wichtig, denn neben Kultur sind Wissenschaft und Forschung, ich betone das immer wieder, die wichtigsten Zukunftsressourcen unserer Stadt. Und wir wollen Berlin in den kommenden Jahren zu einer international profilierten Brain City weiterentwickeln. Dieser schöne Begriff, meine Damen und Herren, dachte ich, wäre eine Erfindung meines Staatssekretärs. Denn ich wundere mich immer, was ist das Brain City und was verbinden wir eigentlich damit? Wie kommt das in jedes meiner Redemanuskripte? Aber es ist tatsächlich von unserem Pressesprecher, von Herrn Kuder, der sich bemüht hat, eine griffige Überschrift zu finden für das, was sich dahinter verbirgt und was uns wichtig ist, nämlich, dass wir Wissenschaft und Forschung in den Mittelpunkt unserer Politik stellen. Darum geht es uns. Und ich glaube, wir müssen uns das in Berlin auch in dieser Innensicht immer wieder bewusst machen, dass wir international als die Wissenschafts- und Forschungsstadt inzwischen auch gesehen werden. Ich bin heute Morgen wiedergekommen aus Montreal.
Es gab da 3 Tage lang ein Bürgermeistertreffen. 130 Bürgermeister aus der ganzen Welt sind zusammengekommen. Es gab nicht einen einzigen, der mich nicht angesprochen hätte darauf, wie sich Berlin entwickelt hat und eben ganz besonders auch in diesem Bereich Wissenschaft und Forschung entwickelt hat. Und wir haben mit der Griffin University, wir haben mit anderen Kontakte gehabt und wir wollen darauf aufbauen. Wir haben eine Plattform gegründet, um unser Städte- und Bürgermeisternetzwerk auch mit der Wissenschaft oder von der Wissenschaft begleiten zu lassen. Und ich glaube, wir müssen uns bewusst machen, was wir hier für einen Schatz haben, für einen Fund und gemeinsam eben daraus mehr machen. Das meinen wir, wenn wir von der Brain City Berlin sprechen. Meine Damen und Herren, die Humboldtschen Ideale waren Antworten auf die Herausforderungen seiner Zeit. Doch was bedeutet Unabhängigkeit der Wissenschaft für uns heute? Zunächst einmal sicherlich auch eine selbstkritische Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Die Humboldt-Universität liegt genau gegenüber dem heutigen Bebelplatz, wo die Nazis am 10. Mai 1933 die Bücherverbrennung inszenierten. Zu viele Mitglieder der Uni, Professoren und Studierende unterstützten, muss man auch sagen, dieses schreckliche Spektakel und nur ganz wenige leisteten Widerstand, auch als jüdische Studierende und Professoren die Universität verlassen mussten. Es ist gut, dass sich die Universität mit diesem furchtbaren Aber auseinandersetzt. Unabhängigkeit der Wissenschaft heute heißt eben auch, sich der historischen Verantwortung bewusst zu sein, aufmerksam zu bleiben und alles zu tun, um schon den Anfängen einer solchen Barbarei sich entgegenzustellen. Und auch die DDR-Geschichte der Universität ist ja kein leichtes Erbe. Die Wissenschaft wurde in den Dienst einer Ideologie gestellt. Die Gründung der Freien Universität im damaligen Westteil Berlins war darauf die historische Antwort. Seit der Wiedervereinigung ist auch die Humboldt-Universität eine freie Universität mit einem ganz eigenen Profil und der Ambition, alte Traditionen aufzunehmen und gleichzeitig eine der führenden Universitäten unserer Zeit zu sein. Unabhängigkeit der Wissenschaft heißt aber auch, Solidarität mit denen zu üben, deren Freiheit und Unabhängigkeit durch repressives staatliches Handeln eingeschränkt wird. Ich denke an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Türkei, die in den letzten Monaten entlassen wurden, aber auch an die Angriffe auf die Central European University in Budapest. Die Berliner Hochschulen setzen sich für bedrohte Wissenschaftler, für deren Arbeit ein. Und mein Appell ist, dass wir gemeinsam dieses Engagement auch verstärken. Ich bin wirklich sehr froh und es war irgendwie auch ein bewegender Moment, das von der Bühne aus zu sehen, dass so viele Berlinerinnen und Berliner kürzlich am March for Science teilgenommen haben und eben auch ein deutliches Zeichen für die Freiheit von Wissenschaft und Forschung, für die Unabhängigkeit von Freiheit und von Wissenschaft und Forschung gesetzt haben und auch deutlich gemacht haben, dass wir sehr sensibel in unserem Land beobachten, wie einige auch mit Wissenschaft und Forschung umgehen und mit den Erkenntnissen. Meine Damen und Herren, ich will aber auch hinzufügen, dass ich mir wünsche, dass die Wachsamkeit da ist, wenn einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den sogenannten sozialen Netzwerken angegriffen werden. Sachliche Auseinandersetzung, ja, unbedingt. Gerade in einem akademischen Rahmen muss das auch möglich sein, da kann es auch mal rustikal werden, aber persönliche Diffamierung, die darf es nicht geben. Meine Damen und Herren, was bedeutet die von Humboldt geforderte Integration von Geistes- und Naturwissenschaft heute? Erfolgreiche Wissenschaft braucht den Blick über den eigenen Tellerrand mit Sicherheit. Sie ist vielseitig und lebt vom interdisziplinären und auch vom internationalen Austausch. So ist zum Beispiel das neue deutsche Internetinstitut, das in Berlin angesiedelt wird, keinesfalls eine Einrichtung, die nur auf die technischen Aspekte unserer digitalen Zukunft abhebt. Es folgt einem sehr breiten Ansatz und stellt ausdrücklich die gesellschaftlichen Aspekte der digitalen Vernetzung in den Fokus der Forschung. Nur so können wir den Herausforderungen des digitalen Zeitalters, glaube ich, auch gerecht werden. Und dieses Beispiel unterstreicht auch das besondere Markenzeichen Berlins als Wissenschaftsstandort. Wir haben eine einzigartige Vielfalt an profilstarken Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Und zugleich gibt es inzwischen, muss man sagen, inzwischen auch eine besonders ausgeprägte Kultur der Zusammenarbeit. Damit ist Berlin der richtige Ort für die Auseinandersetzung mit den zentralen und komplexen Zukunftsfragen. Und es kommt hinzu, dass es in vielen Bereichen der Naturwissenschaften, ob in der Klimaforschung oder bei neuesten Erkenntnissen der biomedizinischen Forschung, sehr schnell auch um Themen geht, aus denen sich die Frage ergibt, wie wollen wir
als sich ständig verändernde Gesellschaft leben? Wie wollen wir unsere Zukunft gestalten? An welchen Werten wollen wir uns orientieren? Was ist technisch machbar, aber was ist moralisch auch vertretbar? Die Entscheidung kann uns die Wissenschaft mit Sicherheit nicht abnehmen. Aber sie kann und sie muss uns als Gesellschaft vermitteln, welche Folgen unsere Entscheidungen haben für die Lösung des Problems, aber auch für die Gesellschaft und das Zusammenleben, für uns heute und für künftige Generationen. Sie muss im Sinne der Einheit von Forschung und Lehre aktuelle und künftige Entscheidungsträgerinnen dazu befähigen, mit komplexen Herausforderungen umzugehen. Wir setzen daher in Berlin auf die Stärken unserer Wissenschaftseinrichtung und den Dialog über zentrale gesellschaftliche Fragen. So wird dieser Dialog bekanntermaßen sehr intensiv an vielen Orten der Stadt geführt, mit besonderem Augenmerk auf das Vermächtnis der Humboldt-Brüder bereits heute, aber vor allem, glaube ich, kann man auch sagen, ab 2019 im Humboldt-Forum. Wie Humboldt einst, so lädt das Humboldt-Forum dann dazu ein, Verbindungen zwischen den Dingen herzustellen, unser Wissensuniversum zu erweitern und so die Welt als Ganzes zu erleben. Ein weiterer großer Schatz der HU, das Lautarchiv, ich habe es durch Herrn Bredekamp kennengelernt, der mich dafür begeistert hat, liefert einen Überblick über beinahe 100 Jahre phonetische, linguistische und anthropologische Forschung in Berlin und begeistert so in interdisziplinärer Weise, also ganz im Sinne Humboldts. Das Lautarchiv wird Geschichte, Kultur und Politik als einzige Universitätssammlung im Humboldt-Forum eben ab 2019 nicht nur sichtbar, sondern auch hörbar machen. Mit dem Humboldt-Forum schaffen wir also einen für alle offenen Ort des Wissens und der Diskussion. So kann Wissenschaft die Grundlagen für informierte Entscheidungen in einer demokratischen Gesellschaft schaffen. Wobei die Politik, auch das möchte ich betonen, wobei die Politik und die mündigen Bürgerinnen und Bürger durchaus auch eine Hohlschuld haben. Sie müssen Forschungsergebnisse auch zur Kenntnis nehmen und sich auch damit auseinandersetzen, nicht einfach ignorieren oder zu Fake News erklären, wie es gerade eben auch in den USA im Bereich der Klimaforschung stattfindet, aber mit Sicherheit eben gibt es auch solche Tendenzen in unserem Land. Lassen Sie mich zum Schluss noch einen letzten Gedanken von Wilhelm von Humboldt aufnehmen. Er machte sich für eine Bildung stark, die er als allgemeine Menschenbildung verstand. Es ging weit über ein einzelnes Fach oder eine ausgeklügelte Kombination, wie wir sie aus unseren gymnasialen Oberstufen kennen, hinaus. In unseren Zeiten hochgradiger Spezialisierung und in manchen bildungspolitischen Debatten, in denen nur noch an einzelnen Stellschrauben gedreht wird, hier eine Stunde mehr, da eine weniger im Stundenplan, sollten wir dieses Ideal einer allgemeinen Menschenbildung, die den ganzen Menschen sieht, nicht vergessen. Denn letztlich muss es darum gehen, es kann nicht nur um die wirtschaftliche Verwertbarkeit von Bildung gehen, sondern es muss darum immer auch gehen, diesen Weg zu erkennen, damit sich eine Persönlichkeit wirklich entwickeln kann aus dem Bildungsangebot und eine Persönlichkeit sich dann auch aktiv in die Gesellschaft einbringen kann. An dieser Stelle möchte ich gerne betonen, wie wichtig auch für die Studierenden eine gute Studieneingangsphase ist. Denn gerade vor dem Humboldtschen Bildungsideal kann eine fächerübergreifende Orientierungsphase am Beginn des Studiums dazu beitragen, den Studiengang für viele Menschen zu erleichtern, Studienabbrüche zu senken und das Studium generell in interdisziplinärer Manier zu verbessern. Meine Damen und Herren, Wilhelm von Humboldt hat im Rückblick auf sein Lebenswerk einmal gesagt: Ich glaube, mit Recht behaupten zu können, dass das Unterrichtswesen im hiesigen Staat durch mich in einen neuen Schwung gekommen ist und das, obgleich ich nur ein Jahr im Amt verwaltet habe, doch viele Spuren meiner Verwaltung zurückbleiben werden. Etwas, was mir noch eigentümlicher als alles andere persönlich angehört, ist die Errichtung einer neuen Universität hier in Berlin. Wilhelm von Humboldt hat in der Tat sehr viel Schwung in diesem einen Jahr in die Bildungsdebatte und in die Bildungs- und Wissenschaftspolitik seiner Zeit gebracht. Er hat Spuren gelegt, die uns heute immer wieder begegnen und zum Nachdenken anregen. Und in Berlin hat er mit der Humboldt-Universität im Herzen unserer Stadt ein beeindruckendes Erbe hinterlassen. Hochschulen sind heute ganz im Sinne Humboldts das Rückgrat einer modernen, freiheitlichen Gesellschaft und wesentliche Impulsgeber in unserer Stadt.
Daher rangiert die Wissenschaft ganz oben auch auf unserer Agenda. Wir setzen alles daran, Berlin als eine Stadt zu gestalten, die freier, weltoffener und innovativer Wissenschaft immer eine gute Heimat bieten wird. Weil wir wissen, sie ist die treibende Kraft für eine gute Zukunft für Berlin. Ich bin mir sicher, Humboldt wäre heute stolz auf diese Stadt des Wissens und ich denke, wir können es auch sein. Vielen Dank. Thank you.
Ganz herzlichen Dank an Sachin Kanse und Nanshi, die uns an diesem Abend durch die Veranstaltung mitbegleitet haben. Und ich möchte nun das Vortragspult an Volker Gerhardt übergeben, der uns die philosophischen Hintergründe der Bildungsidee von Wilhelm von Humboldt erläutern wird. Herr Gerhardt lehrt Philosophie an der Humboldt-Universität. Seine Forschungsschwerpunkte sind zahlreich und vielfältig im Bereich der Ethik, der politischen Philosophie, der Ästhetik, der Metaphysik und der Theologie. Volker Gerhardt ist bzw. war Mitglied in der Grundwertekommission, Mitglied im Nationalen, später Deutschen Ethikrat und in noch ganz vielen Beratungsgremien. Ich freue mich sehr darauf zu hören, welche Facetten des so vielseitigen Wilhelm von Humboldt und seiner Idee Sie uns jetzt näher bringen werden, lieber Herr Gerhardt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich danke für die freundliche Einführung. Als wir heute um 7:15 mit einer Verspätung von 15 Stunden anfangen mussten, dachte ich, es könnte gar nicht mehr gelingen, zu dieser Feier zu kommen. Aber Wilhelm von Humboldt hat in einem Brief vom 22. Juni gesagt, da hatte er schon seine Kündigung eingereicht und es tat ihm inzwischen leid. Auch das spricht für ihn, dass er sich nun entschieden hatte zu gehen und die Universität allein sich überlassen würde. In einem Brief an seine Frau, er habe die Eigenschaft, auch wenn nur noch 5 Minuten blieben, wichtige Dinge in Angriff zu nehmen und zu entscheiden. Und ich habe den Eindruck, dass unsere Universität das selbst noch bei einem Festakt machen kann. Danke Ihnen, sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister. Ich begrüße auch den mir lieben Präsidenten der Akademie, sehr geehrter Staatssekretär, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Doch vor meiner Antrittsvorlesung im Sommer 1993 habe ich am 9. Februar 1993 in diesem Senatssaal den Vortrag zur Eröffnung der akademischen Arbeit an der sich noch mitten im Wiederaufbau befindenden Humboldt-Universität gehalten. Der Vortrag, der noch im selben Jahr als Heft 1 der öffentlichen Vorträge der Universität erschienen ist, hatte den Titel zur philosophischen Tradition der Humboldt-Universität. Im Rückblick hat dieser Text einen schweren Mangel. Er schildert zwar die philosophische Vorgeschichte des von Wilhelm von Humboldt in wenigen Monaten bewältigten Gründungsakt und skizziert den Anteil, den die Ideen Immanuel Kants, Johann Jakob Engels, Johann Gottlieb Fichtes und vor allem Friedrich Schleiermacher an der Gründung haben und gibt einen Ausblick auf das, was dann bei Henrik Steffens, Hegel, Schelling und Diltay daraus geworden ist. Doch Humboldts eigene philosophische Leistung blieb unerwähnt. Wie gravierend die im älteren Text von 1993 gelassene Lücke tatsächlich ist, weiß ich erst heute. Mir war zwar damals schon klar, dass Wilhelm von Humboldt der erste im strengen Sinn liberale Staatstheoretiker deutscher Sprache ist, in seinem gar nicht anders als genial zu nennenden Versuch, über die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen, von 1992 im Alter von 25 Jahren, hat er eine liberale Theorie des Politischen entworfen, die in seiner Zeit und erst recht in Deutschland bis ins 20. Jahrhundert hinein singulär geblieben ist. Noch heute kann sie dem sozialstaatlich eingestellten Leser den Atem verschlagen. Zum Glück bieten die späteren Hochschul- und kulturpolitischen Leistungen des Autors wenig Anlass, sich über ihn zu entrüsten. Wilhelm von Humboldt wollte einen, wie wir heute sagen würden, schlanken Staat, der seine ganze Aufmerksamkeit auf die Sicherheit der Bürger, die Verlässlichkeit des Rechts und die breite Förderung aller erkennbaren Talente setzt.
in der Steigerung der Vielfalt, ein politisch zuvor so, seit der Antike noch nie exponierter Gedanke, Steigerung der Vielfalt, sah Humboldt die beste Gewähr für ökonomische Prosperität, die den Bürgern dann wiederum größte Chancen bietet, sich auch in sozialen Leistungen hervorzutun. Davon wissen selbst die Historiker des politischen Denkens bis heute wenig. Und so kann man es als eine kleine Sensation ansehen, dass ein illustriertes Magazin mit dem sich höchste Ziele setzenden Titel Cicero, der Philosoph freut sich, in seiner vorletzten Ausgabe vom Mai 2017 zur Einstimmung auf das Jubiläum mit einer Titelstory, wie man sagt, der liberale Rebell, warum Wilhelm von Humboldt so aktuell ist, ihn aufwertet. Schade nur, dass im Cicero vergessen wird, den rebellischen Impuls Humboldts zu erläutern, obgleich sich das unerhört Neue seiner Jugendschrift kurz zusammenfassen lässt. Es geht darum, die Einheit lediglich als rechtliche Bedingung der Politik und die Entfaltung der Vielfalt der Talente und der Individuen als essentielles Ziel des politischen Handelns auszuweisen. Immerhin hat Humboldts Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen, bereits im 19. Jahrhundert einen Entdecker gefunden, und zwar in John Stuart Mill. Dessen Programmschrift On Liberty aus dem Jahre 1859 bringt ein überschwängliches Lob zum Ausdruck. Mill kann neben der innovativen Leistung Wilhelm von Humboldts, und jetzt müssen Sie wirklich staunen zuhören, nur noch die über Jahrtausende nicht verblassende Wirkung des Sokrates gelten lassen. Unerhört. Doch in Deutschland bleibt dieses Urteil ohne Resonanz, und es hat noch nicht einmal in den Vereinigten Staaten, wo es ja zumindest jene, wie ich finde, gar nicht zutreffenden Vorurteile gegenüber dem angeblichen Utilitarismus des zweiten Mill gegeben hat, dazu geführt, die Tatsache, dass der in Amerika mit Recht berühmte wissenschaftliche Entdecker ihres Kontinents, der den Vornamen Alexander trägt, überhaupt noch einen Bruder mit Namen Wilhelm hat. Wenn ich dort von meinen geisteswissenschaftlichen Kollegen begrüßt werde, dann gehen sie selbstverständlich davon aus, dass ich von der Alexander von Humboldt-Universität in Berlin komme. Mich konnte Mills exzeptionelles Lob seines philosophischen Vorgängers nur deshalb von der politischen Urteilskraft Wilhelm von Humboldts ablenken, weil es primär auf den zugrunde liegenden freiheitlichen Impuls der Individualität bezogen ist. Für die Exposition des Individuellen bei Humboldt gibt es erst recht kein Vorbild in der Geschichte der Philosophie. Nachträglich könnte man zwar auf Leibniz' Monadologie, auf Montaigne's Essay sowie auf die ohnehin existenzielle Ausnahme des Sokrates verweisen. Aber entscheidend waren für Humboldt nicht die philosophischen Vorläufer. Ihm ging es um die ahnungsvolle Kenntnis der antiken Weisheit und ließ sich von seinem in allem das Schöne suchenden Blick für die Welt anleiten. Das reichte ihm aus, um die Entdeckung der kardinalen Stellung des Individuellen zu machen, und in ihrem Rang ist, wie ich meine, bis heute diese Individualität nicht angemessen anerkannt. Um den systematischen Vorrang der Individualität zu illustrieren, wäre es hilfreich, am Beispiel der Individualität Humboldts zu zeigen, wie sie sich im Verhältnis zu sich selbst und vor allem aber zu anderen äußert. Das hätte auch den Vorteil, die spezifische Einheit von Empirie und Theorie seines Denkens anschaulich zu machen. Das Problem der Vermittlung von Theorie und Praxis gibt es in seiner Philosophie überhaupt nicht, weil er die Praxis seiner Theorie ist. Mit Blick auf unsere Universität
wären dazu mehrere Briefstellen besonders geeignet gewesen, an denen sich die Einzigartigkeit Wilhelm von Humboldt sowohl im Selbstverständnis wie auch im Umgang mit seinesgleichen zeigt. Doch den Versuch, die Biografie in den Dienst der Didaktik zu stellen, muss ich aus Zeitgründen, und ich könnte jetzt auch sagen, weil ich jetzt auch zeigen möchte, dass ich improvisieren und kürzen kann, überspringen. Das, meine Damen und Herren, ist weniger schmerzlich, weil auch in sachlicher Hinsicht der konkrete Zugang zu den philosophischen Problemen, unübersehbar ist. 1791, im Jahr vor der Veröffentlichung der Grenzen, verlässt Wilhelm von Humboldt den Justizdienst in Berlin, heiratet Caroline von Dachau-Röden und zieht mit ihr auf die Güter ihrer Familie in Burgana und Auleben in Erfurt. Das, was er im Glück der Liebe, auch hier ist es einzigartig, in den Briefen die Individualität zu erfahren, mit Caroline findet und weiterhin mit ihr unter einem lebensklugen Anspruch einer sich wechselseitig individuell herausfordernden Idealisierung sucht, hat seinen Nachhall in seinen philosophischen Reflexionen der nachfolgenden Jahre. 1794 verfasste er eine Betrachtung über den Geschlechtsunterschied und dessen Einfluss auf die organische Natur. Und im Jahr darauf folgt die Abhandlung über die männliche und die weibliche Form. Allein, dass er sich in den ersten Jahren des Ehelebens diesen Themen widmet, ist überaus kennzeichnend für den jungen Privatgelehrten. Er lässt sich die Gegenstände seines Nachdenkens weder durch die Schul- noch durch die Popularphilosophie seiner Zeit vorgeben, sondern geht von den eigenen konkret erfahrenen Problemen aus. Er ist ein Selbstdenker sui generis, so wie es Kant von sich und seinen Schülern gefordert und wie es Johann Jakob Engel als Privatlehrer der beiden Humboldt-Brüder weitergegeben hatte. In der Behandlung seiner Themen, sie mögen zunächst noch so beiläufig erscheinen, dringt Wilhelm von Humboldt sogleich zu den grundlegenden Fragen vor. Das Persönliche gibt stets den Anlass, bleibt aber ungenannt im Hintergrund, ebenso entschieden, aber oder umso entschiedener geht er das Grundsätzliche an. Der Ansatz beim Konkreten macht es uns auch leichter, eine Vorstellung von der Problemlage zu bekommen, um die es Wilhelm von Humboldt von Anfang an geht und die sein Denken später in seinen sprachwissenschaftlichen Theorien wie auch in seiner bildungspolitischen Praxis bestimmt. Die Rede, ich habe gerade den Titel zitiert, vom Geschlechtsunterschied verstehen wir, so hoffe ich jedenfalls, alle auf Anhieb. Auch wenn ihn die Fortschritte der Gentechnologie und die Thesen der Gender-Theorie inzwischen um einiges fließender erscheinen lassen. Man kann aber sagen, dass sich auch für Humboldt die Differenz zwischen männlicher und weiblicher Form nicht zwingen und schon gar nicht in jedem Einzelfall aus den körperlichen Gegebenheiten ableiten lassen. Es geht ihm um das Typische dieser Unterscheidung und, wie der Titel verrät, um ihre Bedeutung für die organische Natur. Dass sie gesellschaftlich vielfältig ausgestaltet werden kann, eine Frage, auf die heute alles anzukommen scheint, galt ihm ohnehin als selbstverständlich. Man denke nur, welche Frauen außer der großartigen Caroline von Dachau-Röden in seiner Jugend eine Rolle gespielt haben und wirklich eine Rolle gespielt haben, nicht nur, dass er sie kannte. Henriette Herz, Brendel Veit oder Caroline von Lengenfeld, die Schwester von Charlotte von Lengenfeld, also die Frau Schillers. Ich habe nun in meinem Text den eigentlichen Hauptteil, in dem ich, was dem Philosophen wichtig ist, die systematische Grundlinie entwickle, die das Denken Humboldts ausmacht, und auf den bin ich außerordentlich stolz, aber diesen Stolz werde ich bei einer anderen Gelegenheit zeigen, wenn dazu mehr philosophische Aufmerksamkeit und weniger Hitze im Raum ist. Es geht
um die Frage, meine Damen und Herren, und ich hoffe, ich kann sie Ihnen in dieser Stunde noch klar machen, dass es Naturwesen, hier ist es jetzt wirklich wichtig, auf das Wort zu achten, Naturwesen wie den Menschen gibt, die sich in einer Weise auf sich und die Natur beziehen, dass sie meinen, diese Beziehung könne selbst gar keine Natur mehr sein, sondern müsse Geist genannt werden. Gegen diese Benennung ist nur etwas zu sagen, solange sie sich nicht in allem finden, diese sich in allem findende Selbstbezüglichkeit der Natur nach Art von fundamentalen Gegensätzen verstanden wird und dieser sogenannte Geist in Opposition zur Natur verstanden wird. Von einem solchen Fehlschluss, den Geist in Opposition zur Natur zu stellen, ist Wilhelm von Humboldt vollkommen frei. Seine philosophische Energie ist von Anfang an darauf gerichtet, die Einheit im Unterschied aufzuspüren und kenntlich zu machen. Er ist sich seiner eigenen Lebendigkeit sicher, sieht sie gerade auch mit dem Geist und seinem Ausdrucksmittel der Sprache und der für ihn so charakteristischen Sinnlichkeit auf das Allerengste verbunden. Also hat er nicht nur einen allgemeinen, sondern auch höchst individuellen Grund, den Geist zum Leben zu rechnen. Individualität, Universalität, Leben und sich darin selbst begreifender Geist als Natur sind die vier Dimensionen, um deren integrale Verbindung es Wilhelm von Humboldt in seinen Studien geht. Humboldts frühe Versuche machen also so etwas wie eine Quadratur des Lebenskreises, in dem das, was normalerweise von uns in die verschiedenen Ecken verteilt wird und dann eben so verbunden ist, dass man allenfalls mathematische Beziehungen oder aber lokale, regionale Beziehungen aufweisen, aber den inneren Zusammenhang nicht erkennt. Sie machen aber vor allem den umfassenden, naturphilosophischen, anthropologischen, kulturellen und natürlich auch historischen Kontext klar und stellen diese Probleme in einen elementaren, begrifflichen und das heißt immer auch inneren Zusammenhang, der in seiner Reichweite im besten Sinn des Wortes metaphysisch genannt werden kann, ohne jedoch von den klassischen Problemkonstellationen der Metaphysik auszugehen, die damals schon nicht im besten Ansehen stand. Deshalb sind auch die Hinweise auf die Autoren und Impulse, die Humboldt aus der philosophischen Tradition hätte aufnehmen können, entbehrlich. Wichtig ist allein sein spezifischer Zugang zum Geist, der muss kenntlich gemacht werden und der hätte es ihm, das ist die stärkste Behauptung meines Vortrags, auch erspart, wie Hegel es tut, eine Phänomenologie des Geistes oder gar eine Logik zu schreiben. Er macht als erster ernst damit, den Geist auch tatsächlich als Geist in der Sprache zu erschließen. Für Sprechen und Denken haben die Griechen ein und dasselbe Wort, nämlich Logos. Und tatsächlich bezeichnet der Logos stets dieselbe Sache, ob man nun mit sich selbst spricht oder darüber nachdenkt, dass man denkt oder spricht und damit sagt, was man denkt und in dem, was Menschen gerade auch in ihrer individuellen und sprachlichen Vielfalt teils affektiv, teils natürlich auch logisch zum Ausdruck bringen, ist in seinem Weltbezug immer auch Ausdruck des zur Welt gehörenden Gegenübers. Und das ist in der sich auch darin verbindenden Vielfalt der Individuen nicht mehr und nicht weniger als die Menschheit. 1794 hat Humboldt bereits einen Titel für das, worum es ihm geht, in seinen eigenständigen Arbeiten von ihm verfolgt, nämlich um eine Theorie der Bildung des Menschen. Darauf folgen dann die spezifizierenden Betrachtungen über die Einheit im Unterschied von Mann und Frau. Mit ihnen ist er bereits auf dem Weg, der ihn 1797
zu den Studien über den Geist der Menschheit führen. Wilhelm von Humboldt hat also in einem Zeitraum von etwa 7 Jahren alle Ideen beisammen, um ein großes philosophisches Werk über die Bildung der Menschheit zu verfassen. Es ist eine Bildung, die sich aus ihren zu keiner Zeit verzichtbaren, natürlichen Kräften sowie aus den sich allererst im Prozess dieser Bildung stärkenden kulturellen Energien speist und sich unter den Einsichten des in diesem Prozess zu eigenem Selbstbewusstsein gelangenden Geist Gründe und Ziele zu geben versucht. Jeder, der Humboldts frühe Schriften heute im Zusammenhang liest, kann sie als Vorstudien zu einem epochemachenden philosophischen Werk über die Theorie der Menschheit ansehen, ein Werk, das uns bis heute fehlt. Es hätte keineswegs nur die Brücke zwischen Kant und Hegel zu bauen vermocht, sondern hätte dem jungen Marx die Mittel an die Hand gegeben, die zwei berühmte Formulierungen aus den Pariser Manuskripten, die Naturalisierung des Menschen und die Humanisierung der Natur in einen einzigen Theorie und Praxis verbindenden Akt zu stellen, sie darin zu verbinden. Und es hätte, so hoffe ich, wenigstens Nietzsche manche Klage über die Schulfuchsereien der Philosophie erspart. Mit einem solchen Werk im Rücken, meine Damen und Herren, könnten wir heute viel gelassener die immer neuen Varianten zelebrierten, Abschiedsvorstellungen von der Humanität und dem Humanismus zusehen, könnten als Philosophen den Biologen und Anthropologen bei ihren Erkundungen auf der Grenze zwischen Mensch, Tier und Pflanze nicht skeptisch zusehen, sondern ihnen assistieren, dabei den Geist über seine eminente Stellung in der Natur aufklären und mit alledem vielleicht die Menschenrechte von dem Verdacht befreien, sie würden nur eine Neuauflage des globalen Kolonialismus bedeuten. Was in einer kurzen Würdigung man sagen kann, sind natürlich nur Andeutungen. Vielleicht aber reichen sie aus, um kenntlich zu machen, dass Humboldts frühe philosophische Schriften nicht etwa einen Katalog der hier nur exemplarisch aufgeführten Probleme enthalten. Es ist vielmehr so, dass sie bereits Lösungen bieten, die von der Philosophie der Gegenwart, wie ich finde, endlich zur Kenntnis zu nehmen sind, damit sie kritisch geprüft und systematisch bearbeitet werden können. Gerade weil das so ist, haben wir uns der Frage zu stellen, warum Humboldt, wo er doch schon so gut wie alle grundsätzlichen Einsichten beisammen hatte, um ein Werk über den Geist der Menschheit zu schreiben, davon abgelassen hat. Denn dass er mehr zu bieten gehabt hätte als jeder mögliche andere zu seiner Zeit, versteht sich angesichts seiner Originalität von selbst. Meine mich selbst keineswegs entlastende Antwort lautet, er hatte Besseres zu tun. Statt ein philosophisches Werk über den Geist der Menschheit zu schreiben, hat Wilhelm von Humboldt es in seinem Sinn für die konkreten Phänomene des Lebens angesichts seiner phänomenalen Begabung im Umgang mit den Sprachen sowie in der auch seinen Bruder auszeichnenden Faszination für das Ganze des menschlichen Lebens, das nun erstmals in vollem Erdumfang erschlossen werden konnte, vorgezogen, sich dem Geist der Menschheit in seiner sinnlich gegenwärtigen, historisch wirksamen und damit weiterhin weltgestaltenden Praxis zuzuwenden. Und dieser Einheit hat er in Aufnahme alles dessen, was man in Schriften Platons und Herders entnehmen kann, in der Sprache gefunden. In der Sprache kommt der Geist zu seiner körperlichen Präsenz. Er zeigt sich im lebendigen Vollzug der tätigen, aber gleichwohl gedanklich gehaltvollen Mitteilung. Die Sprache aber gibt es stets nur in der Differenziertheit
der Artikulation, in der Eigenwilligkeit des Ausdrucks und in einer Vielfalt individueller, lokaler, regionaler, nationaler, kultureller und historischer Bedeutung. Heute können wir noch das Technische hinzufügen, sodass man meinen könnte, die Sprachen seien nur erfunden, damit die Menschen sich missverstehen. Erst dieses Paradox, meine Damen und Herren, lässt uns begreifen, welche Übersetzungslast das menschliche Bewusstsein bewältigt, wenn es trotz der Verschiedenheit der Sprachen und der Menschen ein einheitliches Verständnis des Gesagten und Gemeinten ermöglicht. Obgleich sich Wilhelm von Humboldt mit seinem Großprojekt, für dessen Durchführung es heute eine ganze Batterie von Max-Planck-Instituten mit der Assistenz mindestens ebenso vieler Exzellenzinitiativen bedürfte, auf das Feld ausgedehnter empirischer Untersuchungen begibt und sich damit ein neues sprachwissenschaftliches Forschungsterrain erschließt, muss er dazu nicht die Disziplinen wechseln. Er bleibt Philosoph. Als der Philosoph, als der er begonnen hatte, und seine geniale Treffsicherheit entwickeln mit früheren Überlegungen am denkbar größten Materialvorkommen des Geistes ausgeführt, nämlich im Bereich der Sprache. Humboldt, meine Damen und Herren, wäre der Letzte gewesen, der einen Linguistic Turn ausgerufen hätte, um sich damit vom begrifflichen Denken zu distanzieren. Denn er hat gewusst, dass er dem Denken und damit auch dem Geist der Menschheit niemals näher kommt als in der gleichermaßen, ich betone das noch einmal, körperlichen, sinnlichen und verständigen, von Verstand und Vernunft, verständigen Form, der sich die Menschen niemals bloß theoretisch ihrer Eigenart und ihrer Gemeinsamkeit versichern. Und das geschieht im Sprechen. Wenn Sie mir trotz oder gerade wegen der Improvisierung im Gang meines Textes noch eine mir wichtige Schlussbemerkung erlauben, die beginnt mit einem Zitat Humboldts, das alles zusammenfasst, was ich bisher gesagt habe: Der Begriff der Menschheit ist nichts anderes als die lebendige Kraft des Geistes, der sie beseelt, aus ihr spricht, sich in ihr tätig und wirksam erweist. Hier haben Sie nochmal die Einheit von Theorie und Praxis. Wenn Sie sich das vergegenwärtigen, verstehen Sie, so hoffe ich, sofort, warum ich von der Wissenschaft, von einer Wissenschaft aus dem Geist der Humanität spreche. Denn es ist die zwischen Natur, Kultur und Geist ausgespannte Humanität, die es uns ermöglicht, und darauf kommt es mir in dieser Schlussbemerkung an, Natur- und Geisteswissenschaften als innerlich wie äußerlich verbunden zu begreifen. Mit Blick auf die beiden Humboldts, die beide zur Namensnennung unserer Universität beigetragen haben, könnte man sogar von einer brüderlichen Verbindung sprechen. Auch das lehren uns die beiden, denn sie sind nicht nur nahe verwandt und zutiefst verbunden, aber sie hatten auch eine spannungsreiche und keineswegs nur auf dasselbe Ziel gerichtete Verbindung. Wir erleben derzeit in der Debatte über das neue erdgeschichtliche Zeitalter des Anthropozän, wie nah sich unter Berufung auf das Schicksal der Menschheit Natur- und Geisteswissenschaften kommen, sodass sogar die Naturwissenschaften ihr Grundtheorem, das sie nur beschreiben, nur deskript sind, und die sozialen Natur- und Kultur- und Geisteswissenschaftler eben fordern, appellieren und eben normativ sind, alles das gilt heute gar nicht mehr. Bei Wilhelm von Humboldt zeigt sich die Nähe von Natur und Kultur und institutionalisiertem Geist, wie etwa der Universität, bereits an der unscheinbaren Verwendung einer Metapher, die schon in seinem Jahrhundert als so irritierend empfunden wurde, dass man sie gar nicht mehr verstanden und beharrlich falsch geschrieben hat. Das wirkt bis in den Jubiläumsartikel zu Humboldts 250. Geburtstag in der Mai-Ausgabe unserer Universitätszeitung nach.
Über dem Text unserer Hauszeitung steht ein großartiges Humboldt-Zitat, das man nur im Sinne der Gleichheit der Geschlechter zu ergänzen brauchte, um es für jede Berufungsentscheidung verbindlich zu machen. Der Fehler der Überschrift besteht jedoch darin, dass man Humboldt das Werk Enkadrieren unterschiebt, was so etwas heißt, so etwa heißt wie Einrahmen oder Einkästeln und an eine Genauigkeit erfordernde handwerklich-technische oder juristische Leistung erinnert. Doch nichts ist Humboldt so fremd wie das Enkadrieren. Tatsächlich hat er einen ganz anderen Ausdruck verwendet, als es galt, das Verlangen eines angesehenen Philosophen, nämlich Fichtes, das kann ich hier ja verraten, zurückzuweisen, der meinte, man solle bei der Berufung der neuen Professoren auf die deduzierbare Gleichheit der Auffassungen und Ausrichtungen achten. Die müssten auch zusammenpassen, war sein Argument. In entschiedener Abwehr dieses Ansinnens zieht Humboldt einen Naturvorgang heran, der deutlich macht, wie sehr die Natur selbst in der Lage ist, kunstvolle Gebilde, wie etwa eine Institution, aber eben auch andere hervorzubringen, die zwar kantig und mit scharfen Ecken versehen sein können, dabei aber aus sich heraus zu glänzen vermögen und überdies die Sinne erfreuen und damit, mindestens damit, auch nützlich sind. Also nicht um institutionelle Einrahmung ist es ihm zu tun, sondern um den Vorgang der Kristallisation, der, wie wir wissen, auch im märkischen Sand, wie sie Berlin gerne nannten, und wir sehen ja, was daraus werden konnte, gern genannt haben, jederzeit möglich ist, wenn man ihm nur günstige Ausgangsbedingungen verschafft. Und die waren mit dem Kristall der Humboldt-Brüder gegeben. Der metaphorisch aufgenommene Naturprozess mit kultivierender, sinnlich herausfordernder und nach Möglichkeit begeisternder Wirkung, mit dem Wilhelm von Humboldt den Anfang gemacht hatte, ist das Ankandieren. Sie kennen das alle, wenn Sie wissen, was Kandis ist. Ankandieren. Also lautet der Spruch, richtig zitiert und an der betreffenden Stelle durch den Hinweis auf das andere Geschlecht gleich ergänzt, ich zitiere Humboldt, man beruft eben tüchtige Männer und Frauen und lässt die Universität sich allmählich ankandieren. In diesem Sinne wünsche ich mit Humboldt seiner Universität eine gute Zukunft, meine Damen und Herren.